So Leute, wir ziehen uns jetzt nochmal ein FIFA 23 Video rein mit Bugs und Funniest Moments. Mal gucken, was uns die erwarten wird. Also ich habe dieses Jahr persönlich nicht so viele Bugs erlebt, ne? Aber mal gucken, was die Welt da draußen so erlebt. Dragon Ball. Wow! Oh. Eieiei. Oh, boah, Junge, wo der denn hingekickt hat? Super Mario! Ah, gerade im Kino, ne? Super Mario. Was ist das denn? Go, 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 go! Geh doch zum. Ich bin gespannt, wie EA Sports FC wird, ne? Today I show you the funniest and stupidest bugs and glitches of this wonderful video game. Let's do it. No, no, no. So, so ist aber lustig. Junge, bei sowas ich würde durch, wenn der jetzt reingeht, ne? Halt's Maul. Halt's Maul. Ich glaube, ich würde aber bei sowas lachen, es sei denn, es ist Foot Champions, so wie hier Foot Champions. Confused. Yes. Oh mein Gott. Huh? Was? Was ist denn das für eine unsichtbare Wand? Was war das denn? Der Keeper ist einfach unsichtbar, oder was? Ich glaube, das ist aber... Das sind alles so Glitches am PC, Mann. Und Bugs. This is my favorite game ever. Meins, 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 meins. Was ist das denn? Das ist safe auf PC. Das muss auf PC sein. Das ist aber geil. Ich würd nach links schießen. Oha. Hä? Wo ist der Keeper? Slender, Slender, hör auf, Junge, ich krieg Angst, hallo! Jo. Ka. Der Ding muss. Der Ball ist einfach im Boden. Willi. Willi. Was, der geht durch den durch? Stell dir mal vor, ihr spielt E-Sports und dann passiert euch sowas bei eurem letzten Spiel, wo ihr euch von einem Offline-Turnier qualifiziert. Stark gehalten. Worauf warten die? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur ein Bier getrunken. Aua. Yes, Mané, come on. Schieß. Boah, Junge, Mané, ne? Der ist bei mir auch Katastrophe, diese Toti-Flashback-Karte. Was? Junge, einfach 1000 km/h der Schuss. Unter die Mauer. Meanwhile. Meanwhile, die warten immer noch. Ich habe wirklich meine letzte Hoffnung, ne, damit ich wieder auch richtig Freude an FIFA bekomme, ist dieses EA Sports FC. Weil die haben ja so große Sachen angekündigt, dass das krass wird, bla bla bla. Das ist echt meine einzige Hoffnung. Scheiße, Bruder. Ey, bitte, bitte. Ey, ich krieg selber noch Aggressionen dabei, wenn ich das sehe, ne? Es ist irgendwie lustig, aber auch traurig. Oder was sagt ihr? Es ist so wirklich eine Hassliebe. FIFA ist eine Hassliebe. Da kannst du sagen, was du willst. Es gibt Tage, da liebst du das Spiel. Dann gibt es Tage, da denkst du dir, boah, ich würde dieses Spiel nie wieder zocken. Stupid.
Ja, haut ihn ins eigene Tor. Guck mal, der Keeper legt ihm einfach den Ball vor. Thank you. Thank you. Oh mein Gott, wenn. Oh mein Gott, der geht auch noch rein? Junge. Das ist zu viel FIFA für heute, Alter, Junge. Das ist zu krank, was hier abgeht, ne? La Caca. We do not care. EA Sports, we do not care. Because we have no concurrence on the market. Also ich hoffe wirklich, das soll jetzt nicht böse klingen, aber ich hoffe, dass die FIFA auch ihr eigenes Videospiel demnächst rausbringen wird. Das wird noch lange dauern. Aber damit EA mal ein bisschen aufwacht und merkt, ey, wir müssen auch mal ein bisschen auf die Community mehr hören und versuchen, die Dinge umzusetzen, die sich die Community wünscht. Weil, klar, warum, guck mal, da kann man die EA auch verstehen, warum sollst du dir für ein Spiel Mühe geben, wenn du der alleinige Tabellenreiter bist, Digga? Weißt du, wie ich meine? Du bist doch auch, wenn du Erster bist in der Bundesliga zum Beispiel und du hast 20 Punkte Abstand auf den Zweiten, du hast keine Konkurrenz, dann lässt du auch deine B11 teilweise spielen, so, wisst ihr so? Dann ist eh schon klar, wer Meister ist, so. Okay, ist jetzt ein bisschen, ein Beispiel ist jetzt nicht das Beste, aber ihr wisst, wie ich das meine, Leute, ne? So, und Pro Evolution Soccer oder E-Footballer, wie das heißt, kann man nicht ernst nehmen hier auf dem europäischen Markt, ne? In Asien ist das ja auf jeden Fall, in Asien ist Pro Evolution Soccer sehr heiß begehrt, so, ne? Aber in Deutschland kenne ich keinen mehr, der das zockt. Früher, 2005, 2004, habe ich selber PES gezockt, weil das noch geiler war da. Aber dann kam FIFA, so ab FIFA 2006, 2007 mit Ronaldinho und... Digga, das war so geil, Alter. FIFA 2006, das weiß ich noch ganz genau, ey. Es war so ein geiles Spiel. Ich glaube, das erste FIFA für die PS3 oder so war das. Das war so geil gewesen, ey. Digga, was machen die hier für eine perverse Scheiße? Was passiert hier? Alter. Reicht doch jetzt! Ist das krank. Ein paar Sachen sind lustig so, ne? Da kann man drüber lachen, aber bei manchen Sachen, wenn die dir selber passieren, ne? Wenn die Sachen, die ihr hier in dem Video gesehen habt, euch selber passieren, dann denkt ihr euch auch so, boah, was habe ich mir hier angetan? Was habe ich mir hier angetan? Okay, das reicht jetzt langsam. Das passiert jetzt die ganze Zeit, oder was? Warte mal. Ich spule mal ein bisschen vor. Auf der Linie geklärt. Was? Mit dem Rücken? Das ist geil. Einfach mit dem Rücken geklärt, Mann.